Hvala, gute dag, dobrodošli u novu video lekciju. Vežbamo da pričamo na B1 i B2 nivou. Dakle, u prvom delu video lekcije čitamo, prevodimo, učimo nove reči. U drugom delu video lekcije prevodimo sa našeg na nemački. Dakle, pokušavamo da upotrebimo te reči koje smo učili u prvom delu video lekcije. Veoma je bitno da ostanete sa mnom do kraja, iako je potrebno da odgledate video lekciju više puta da bismo ovaj vokabular i ovu gramatiku savladali. Krećemo odmah. Okay, also opisujemo prijatelja. Ich habe einige Freunde. Meine beste Freundin heißt Maria. Ich habe einige Freunde. Meine beste Freundin heißt Maria. Ok, imam nekoliko prijatelja. Moja najbolja prijateljica se zove Maria. Broj 2. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und kennen uns sehr gut. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir kennen uns sehr gut. Also, mi smo zajedno u školu išle i mi se poznajemo veoma dobro. Maria ist groß, sehr groß und schlank. Sie hat blondes, langes Haar und blaue Augen. Dakle, kao sa slike, Maria ist sehr groß und schlank. Sie hat blonde, lange Haare oder blondes, langes Haar und blaue Augen. Ona je veoma visoka, mršava, odnosno vitka, ima plavu dugu kosu i plave oči. Und sie ist wirklich sehr schön. Sie ist wirklich sehr schön. Ona je zaista veoma lepa. Ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter ist Spanierin. Ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter Spanierin. Also njen otac je Nemac, a njena majka iz Španije. Maria spricht beide Sprachen nicht nur sehr gut, sondern wirklich hervorragend. Maria spricht beide Sprachen nicht nur sehr gut, sondern wirklich hervorragend. Dakle, Maria govori oba jezika ne samo dobro, već zaista izvrsno. Ausgezeichnet. Hervorragend. Može novi pridev. Hervorragend. Izvrsno. Ističe se time. Hervorragend. Isticati se iz mase po nečemu. Što znamo dobro da radimo. Ovo je kafa. Izrekao na čašicu. Za rakijicu. Ali nije. Neki jak espresso. Ok. Also, wir sind uns charakterlich sehr ähnlich, denn wir sind beide sehr selbstbewusst und ehrgeizig und die berufliche Karriere steht an erster Stelle. Wir sind uns charakterlich sehr ähnlich, denn wir sind beide sehr selbstbewusst und ehrgeizig und die berufliche Karriere steht an erster Stelle. Mi smo karakterno veoma slične, jer smo obe veoma samopouzdane i ehrgeizig. I ehrgeizig. Da mi reču uvijek zafali kad prevod. Dakle, kad želimo stalno nešto više, imamo mnogo želja i prohteva na poslu da stalno budemo unapređeni. Kako se kaže, gajci? Samo moramo da tražimo prevod. Bože. Najviše volim da tražim, inače kad hoćete tražiti reč, kucate reč pa bedojtung. Dakle, da vam izađe
ambiciozni, ambiciozni. Da vam izađe, recimo, ove, znači ovdje imamo Ehrgeizig. Ehrgeizig, kako se čita, i voll Ehrgeiz, ambitious, aspiring i tako dalje, izađu vam neki sinonimi. Tako da se tako lakše nauči. Ambiciozan, ambiciozan, ambiciozan. Dobro. Znači, wir sind selbstbewusst und ehrgeizig. I poslovna karijera uvek stoji na prvom mestu. Die berufliche Karriere steht an erster Stelle. Dativ. Ženskog roda. An erster Stelle. Des Weiteren haben wir uns sowohl beruflich als auch im Privatleben verwirklicht. Des Weiteren, kao izraz, u suštini znači außerdem oder darüber hinaus, znači osim toga, haben wir uns sowohl beruflich als auch im Privatleben verwirklicht. Verwirklichen, neki san verwirklichen, znači ostvariti san. Znači, osim toga, mi smo se kako na poslovnom planu, tako i u privatnom životu ostvarile, tako mi kažemo. Verwirklichen. Wir haben uns verwirklicht. Wir haben uns in schlechten Zeiten getröstet. Und wenn not am Mann war, haben wir uns unterstützt. Wir haben uns in schlechten Zeiten getröstet und wenn not am Mann war, haben wir uns unterstützt. Znači, mi smo se, kada su bile loša vremena, tešile, jedna drugu tešile, getröstet. I kada smo bili u nekoj nevolji, wenn not am Mann war, mi smo se podržavale jedna drugu, uns unterstützt. Trösten, trösten und unterstützen. Wir haben uns in schlechten Zeiten getröstet und wenn not am Mann war, haben wir uns unterstützt. Maria geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Sie ist nämlich eine Make-up-Artist. Maria geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Sie ist nämlich eine Make-up-Artist. Dakle, Maria ne ide nikada ne našminkana iz kuće. Ona je nämlich, naime, Make-up-Artist. Nämlich. Sie ist sehr erfolgreich und deswegen auch ein bisschen eitel. Sie ist sehr erfolgreich und deswegen auch ein bisschen eitel. Znači, ona je veoma uspešna i zbog toga verovatno i malo sujetna. Eitel. Eitel, sujetna. Sie schläft morgens sehr lange, ich hingegen stehe immer sehr früh auf. Sie schläft morgens sehr lange, ich hingegen stehe immer sehr früh auf. Ona spava ujutru dugo, a ja, nasuprot tome, ustajem uvek veoma rano. Ich hingegen stehe immer sehr früh auf. Berufsbedingt hat sie viele Bekannte und dadurch natürlich immer einen Moment. Immer Verpflichtungen. Das bedeutet aber auch, dass sie für ihr Privatleben kaum Zeit hat. Also berufsbedingt, mit dem Beruf zusammenhängend. Natürlich, što se tiče posla, berufsbedingt, znači nešto što je u vezi sa poslom, mit dem Beruf zusammenhängend. Hängen, što zavisi od posla. Berufsbedingt ima ona mnogo poznanika i tako da naravno ima uvek i dosta tih nekih verpflichtungen kao obaveza, ali to znači i takođe da ona za svoj privatni život jedva da ima vremena. Kaum Zeit hat.
Also berufsbedingt hat sie viele Bekannte und dadurch natürlich immer Verpflichtungen. Das bedeutet aber auch, dass sie für ihr Privatleben kaum Zeit hat. Sie vernachlässigt ihre Freunde ungewollt. Sie vernachlässigt ihre Freunde ungewollt. Ona zapostavlja svoje prijatelje ne želeći to. Ungewollt, ne žele, bez da to želi. Vernachlässigen, zapostaviti. Sie vernachlässigt ihre Freunde ungewollt. Ich bin sehr nachsichtig mit ihr, denn ich verstehe ihre Situation sehr gut. Ich bin sehr nachsichtig mit ihr. Što znači nachsichtig? Verständnis für Schwäche einer Person bezeichnen. Znači, pokazujemo verständnis, razumevanje za slabosti neke osobe. Znači, mi su popustili. Razumem to, ne osuđujem to. Ich bin nachsichtig mit ihr. Ich bin sehr nachsichtig mit ihr. Warum? Denn ich verstehe ihre Situation sehr gut. Wir können uns blind vertrauen. Das ist das Wichtigste für mich und meine Freunde. Also, wir können uns blind vertrauen. Jedna drugoj slepo verujemo. Wir können uns blind vertrauen. Das ist das Wichtigste für mich und meine Freunde. A to je najvažnije za mene i za moje prijatelje. Ok. E sada je naš zadatak da to prevedemo. Also, imam nekoliko prijatelja. Moja najbolja prijateljica je Marija. Okay, ich habe einige Freunde. Meine beste Freundin ist Maria. Sad vi? Ich habe einige Freunde. Meine beste Freundin ist Maria. Dobro, ovo je bilo lako. Idemo dalje. Išli smo zajedno u školu i dobro se poznajemo. Also, wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir kennen uns sehr gut. Wie? Wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir kennen uns sehr gut. Marija je visoka i vitka, ima plavu kosu i plave oči. Also, Marija ist sehr groß und schlank und hat blondes, langes Haar und blaue Augen. Also, Marija ist sehr groß und schlank. Sie hat langes, blondes Haar und blaue Augen. Dobro, zaista je veoma lepa, sie ist wirklich sehr schön. Njen otac je Nemac, mama Španjkinja, ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter Spanierin. Ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter Spanierin. Ona govori oba jezika, ne dobro, već savršeno, izvrsno. Sie spricht beide Sprachen nicht nur sehr gut, sondern auch hervorragend. Und das sondern wirklich hervorragend. Sie spricht beide Sprachen nicht nur sehr gut, sondern auch hervorragend. Hervorragend, hervorragend. Veoma smo slične po karakteru, oboje smo veoma samopouzdane i ambiciozne. Prvo to. Wir sind uns charakterlich sehr ähnlich.
Wir sind beide selbstbewusst und ehrgeizig. I naše profesionalne karijere su na prvom mestu. Unsere berufliche Karriere ist an erster Stelle. Ili steht an erster Stelle. Dakle, još jedno. Wir sind uns charakterlich sehr ähnlich, denn wir sind beide sehr selbstbewusst und ehrgeizig und die berufliche Karriere steht immer an erster Stelle. Šta više, mi smo se realizovali na profesionalnom i na privatnom planu ili ostvarile, kao što smo rekli. Dakle, tu smo imali onaj des weiteren, außerdem, des weiteren, haben wir uns sowohl beruflich als auch im Privatleben verwirklichen. Außerdem, des Weiteren, haben wir uns sowohl beruflich als auch im Privatleben verwirklicht. Tešili smo jedno drugo u lošim vremenima. Wir haben uns in schlechten Zeiten getröstet. Kada podržavali smo jedno drugo kad je bilo potrebe, wenn not a man war, haben wir uns unterstützt. Also wir haben uns in schlechten Zeiten getröstet und wenn not a man war, haben wir uns unterstützt. Ona nikad nisla iz kuće bez šminke jer je šminkerka. Sie geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Sie ist nämlich eine Make-up-Artist. Sie geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Sie ist nämlich eine Make-up-Artist. Veoma uspešna, iz toga je pomalo i sujetna. Sie ist sehr erfolgreich und deswegen ein bisschen eitel. Sie ist sehr erfolgreich und deswegen ein bisschen eitel. Ona spava kasno ujutru, ja uvek ustajem rano. Sie schläft morgens lange. Ich stehe immer früh auf. Ili imali smo onaj hingegen. Ich hingegen stehe immer früh auf. Sie schläft morgens sehr lange und ich hingegen stehe immer sehr früh auf. Zbog posla ima dosta poznanstava. Berufsbedingt hat sie viele Bekannte. Berufsbedingt hat sie viele Bekannte. Und naravno, natürlich, kroz to, dadurch hat sie viele Verpflichtungen. Und hat sie viele Bekannte und dadurch natürlich viele Verpflichtungen. Aber das bedeutet auch, dass sie für Privatleben kaum Zeit hat. Also berufsbedingt hat sie viele Bekannte und natürlich viele, dadurch natürlich viele Verpflichtungen. Aber das bedeutet nur, dass sie für ihr Privatleben kaum Zeit hat. Ona nenamerno zanemaruje prijatelje, also sie vernachlässigt ihre Freunde ungewollt. Sie vernachlässigt ihre Freunde ungewollt. Ja sam veoma popustljiv kad se radi o njoj, jer ja odlično razumem njenu situaciju. Ich bin sehr nachsichtig mit ihr, denn ich verstehe sehr gut ihre Situation. Ich bin nachsichtig mit ihr, denn ich verstehe ihre Situation sehr gut. Možemo slepo da verujemo jedna drugom, to je meni i mojim prijateljima najvažnije, znači Wir können uns blind vertrauen und das ist das Wichtigste für mich und für meine Freunde.
Wir können uns blind vertrauen und das ist das Wichtigste für mich und meine Freunde und das ist alles. Tschüss.